Ach, und da sind wir wieder nach einem kleinen, aber feinen Absturz. Aber macht ja nichts, wir wären sowieso in den falschen DLC gegangen. Und zwar gehen wir jetzt nach T-Bone Junction. Und wenn es jetzt wieder passiert, ich weiß nicht. Du willst es, glaube ich. Nein. Du willst es wirklich. Nein. Würde ich nie. Ich bin absolut lieb. Ich bin ein bisschen dick, aber lieb. Ich bin jetzt schon ein Fan. Ich kaufe ihn. Respecting your superiors. Atlas Educational Force. Ein Planet, der einst nur Frieden und Wohlstand kannte, unter der überaus weisen und gerechten Führung der Atlas Corporation. Nein, nicht die. Aber es gab Elemente, die unser perfektes Glück stören wollten. Diebe und Mörder, Perverse und Halunken. Der gesetzlose Pöbel überzog Pandora mit unerhörter Gewalt, wie sie seit Urzeiten nicht mehr denkbar gewesen wäre. Aber gemeinsam werden wir nicht untergehen. Atlas hat euch nicht vergessen. Wir kommen wieder und werden Ordnung und Sicherheit auf eurem Planeten wiederherstellen. Wenn es soweit ist, bauen wir die Städte. Shit. Mein ganzes Leben habe ich diese schmutzigen Lügen gefressen, die sie sich in ihrer Gier ausgedacht haben. Aber jetzt ist Schluss damit. Atlas kennt hier nur zwei Ziele. Macht und Vergeltung. Und die Reihenfolge ist denen egal. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Die Belohnung auf deinen Kopf ist so hoch wie die auf meinen. Das alleine sollte Grund genug sein, dich mir anzuschließen. Aber falls dir das nicht reicht und die Gier mit dir durchgeht, du bekommst Zugriff auf ihre Waffen. Ihr gesamtes Invasionsarsenal gehört dir. Das klingt gut. Alter, wie viele Kisten. Ich will in diesen Raum, in genau diesen Raum da. The Secret Armory of General Knox. Okay, warte mal, war das nicht der, den man als letztes machen sollte? Du musst leider einen kurzen Umweg machen. Sprich mit was kannst du eigentlich? Wer weiß, wo du mich findest. Aber Vorsicht. Athena. Ach, LOL! Hand essen willst. Das ist ein Witz, oder? Athena ist einer der Charaktere aus Pre-Sequel. Ja. Wusstest du das nicht? Ich wusste nicht, dass die hier ist. Doch. Warte mal, welche Stufe hat die Quest? 35. Können wir schon machen. Ja, ja, ich würde jetzt gerade eher denken, wollen wir nochmal gucken, wie es mit Dings ist? Wie es im New Game Plus ist? Weil 35 ist jetzt schon ein bisschen low, oder? Ja, dann gucken wir im New Game Plus und gehe ich einmal kurz raus. Bisschen. Gut, danke, dass ich nicht mehr geschaut habe, auf Betten zu klicken. Achso, ich dachte, weil du gesagt hast, ich gehe kurz raus, bist du schon draußen. Nein. Ich habe so versucht. So schnell bin ich dann doch wieder nicht. Sag mir, wenn es offen ist. Wir müssen sofort reden, aber ich fürchte um meine Sicherheit. Level 42. Du musst leider einen kurzen Umweg machen. Sprich mit dem Mechaniker. Er weiß, wo du mich findest. Nee, Level 42 war was anderes. Wenn du je wieder mit der Hand essen willst. Ach, jetzt. 51. Alter, was? Ja, also ich würde mal sagen, für New Game Plus hat sich, glaube ich, erledigt. Ja, warte mal, wir können. Und zwar. Wir können uns noch ein paar weitere Zwischensequenzen angucken. Ja. Auf geht's. Ah, so. Was brauchen wir denn hier für ein Level? 600. Keine Zwischensequenzen. Okay. Unsere Story begann, als die Hyperion Corporation die Nase gestrichen voll hatte von den Schatzjägern. Die Kammer war gesperrt, sie hatten ihren Zweck erfüllt und waren jetzt schlecht fürs Geschäft. Warum den vollen Preis für Waffen zahlen, wenn man sie der nächstbesten Leiche abnehmen kann? Alter, wieso ist das so laut? Hyperion wollte sozusagen den Abfluss freikriegen, aber diese Typen waren ein zäher Haarknäuel. Du hast doch gesagt, die Schatzjäger sind der Abfluss. Jetzt sind sie das Haarknäuel? Nun ja, die Schatzjäger verstopften den Fluss von, und den schmutzigen Profit und, dieser Vergleich ist blöd. Ja, ach, Schluss jetzt. Wichtig ist, Hyperion hatte einen Plan. Die Schatzjäger wurden in der Regel mit allem und jedem fertig. Aber mit einem hatten sie nicht gerechnet. Mit dem Interplanetären Ninja Assassin Claptrap. Dieser Claptrap war darauf programmiert, unsere Jungs indirekt auszuschalten. Durch Fallen, Gift, das Streuen. Das war ja der am Ende Gerüchte, kam, wenn man das normale Spiel gespielt hat. Ja. Ein helles Kerlchen. Zu hell.
Er sah sich um und es gefiel ihm nicht, was er sah. Claptraps wurden unterdrückt, gedemütigt, zerstört. Was wir Programmierung nennen, nannte er Sklaverei. Also sammelte er seine Mit-Claptraps um sich und hetzte sie gegen ihre Firmenherren auf. Was als Rebellion anfing, wurde zu einer Revolution. Und jetzt rate mal, wen Hyperion rief, um das hinzubiegen. I want you. Gut, dann schauen wir mal, was die Gegner hier für ein Level haben. 287 Milliarden. Ansonsten spulen wir einfach zurück und ja. Ja. Wenn sie 42 oder so sind, geht's ja noch. Atombatterien für die Power, Turbinen fürs Tempo. Oh, was das hier wohl bewirkt. Tennisplatz. Diesmal warst es du. 42, das geht. Gut, dann machen wir das. Jupp. Wird zwar wahrscheinlich ein bisschen anstrengender werden, aber dann bekommen wir auch mal ein bisschen mehr EP. Und mehr Gear. Stimmt. Gear ist das Beste daran. Okay, dann markiere ich die Quest jetzt erstmal. Da. Und ich glaube, das ist mir eigentlich das Asset-DLC. Ich werde jetzt erstmal auf Säure umschalten mit meinem Geschütz. Das wäre. Obwohl, ich glaube, ich lasse es mal drin, dann sehe ich, was für Gegner kommen. Du bist gerade ein bisschen leise. Warte, ich stelle das Mikrofon ein bisschen näher. Jetzt soll es eigentlich besser sein. Verschwinde! Damit habe ich nicht gerechnet. Da geht's. Alter, es fängt ja schon gut an. Die erste Kiste, die ich aufmache. Holy motherfucking crap. Dieses Scharfschützengewehr. Beide nicht schlecht. Das hier. Dann nimmst du eins und ich eins. Ich nehme das obere. Holy crap, Alter. Das hat echt gute Feuerrad. Ja, vor allem dafür noch gut Schaden und gut präzise. Und 16 Schuss im Magazin, das macht's noch viel besser. Okay, das ist auch nice, das habe ich nicht mal gesehen. Ja, ich habe ja eh ein bisschen mehr Magazin durch mein Talent. Du hast ein Talent dafür. Ja. Mehr Magazin zu haben. Die so schön hat geprickelt in mein Bauchbier. Nabel. Was bin auf dem Shotplatz? Hyperion Dump. Dam. Und bei dem Kartoffelsalat mal das Salz fehlt. Wow! Wie viel Schaden machen die? Ja, New Game Plus. Was du erwartet? Alter, ich wurde gewone-shottet! Und ich mach 3000 Schaden in den Kopf und die hat's trotzdem überlebt. Jo, das wird jetzt ein bisschen anstrengender. Achso, du lebst schon wieder. Ich hab dich jetzt in der Höhle belebt, ich bin okay, da lebst du. Schildigen nur den, das mache ich am liebsten. Da ist ein Psycho. Ja, das versucht mich halt nicht fertig zu machen. Alter! Was meinst du, steht das New Game Plus? Alter, wenn du stehen bleibst, heile ich dich vielleicht. Okay, kein Bock mehr. Ich bin extra stehen geblieben. Siehst du, wie viel Leben ihm gerade fehlt, dem einen da vorne? Noch nicht. Ich habe ihn jetzt einmal gekrittet. Oder auf dem Medipack.
Hier, Rakete. Alter, jetzt reicht's mir. Und wenn er mich umbringt. Was er gerade tut. Er bringt mich um. Kann ich kurz umstellen auf Säure. Scheiße. Okay, so präzise ist das Ding dann doch wieder nicht. Man könnte meinen, der Typ, den wir da gerade bekämpfen, ist der Spieler und nicht wir. Kommt eher meines Boss. Alter, kann der mal stehen bleiben hier? Es geht mir schon besser. Aber dafür merkt man jetzt schon an den Waffen, die droppen, dass es sinnvoller auf New Game Plus zu sein. Ja, definitiv. Okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Hier, wo ich gerade lang gehe. Glaube ich. Ja. Wow, 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 wow. Jo. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen Schild verloren. Ich bin unterwegs. Oh, ich sehe es da oben. Geschützt da. Ja. Wie viel, dass ich dem ganzen 117 Schaden machen pro Treff? Ich mach nur 94. Alter, muss es doch einen besseren Trick geben. Ja, jetzt. Und verfehlt. Ich hab grad irgendwie an dem Ding gekrittet, aber wie? Das hat mich gerade fast gekillt. Warte, ich kümmere mich drum, ich geh fast drum. Zwei Schüsse noch, dann ist er weg. Jetzt auch noch. Das war jetzt irgendwie anstrengender als... Alles andere überhaupt. Alles verzehrender Hunger. Alles verzehrender Hunger. Oh Gott. Alter, ich habe ihm in den Kopf geschossen, hat er immer noch ein Viertel Leben. Oh geil, ein Unmensch, Level 43 mit einem Ausrufezeichen. Ja, weil wir knapp 41 sind, dann könnten wir den leichter killen. Der ist leider 3 Level über uns statt 2. Aber der dürfte gut IP geben dann. Alter, wie der Gegner zum Boss fahren wird. An dem Untermensch bitte sterben. Oh, hier reicht's jetzt. Granate. Noch eine Granate. Noch eine Granate. Oh, da ist noch ein Boss. Noch ein Unmensch. Alter, am dem mache ich ja noch weniger Schaden. Das ist, ja der, das ist ja der Urmensch noch einfacher gewesen. Ein heimtückischer Verwüster. Ja, der macht ein bisschen viel Schaden. Der Untermensch klebt übrigens noch. Echt? Ja. Ich dachte, den hast du gekillt. Ja. Alter, ich werd so fertig gemacht gerade. Okay, ich bin tot. Und soll ich dir helfen? Ja, ich kann mich hier nicht mehr selber wieder beleben. Ich bin zu viel Leben. Oh, da kommt der Untermensch. Alter. Verdammt! Oh Gott. Weg. Warte. Der rechts, 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 rechts. Oh. Jawohl. Nein, er hat mich gerade gekillt. Ich weiß nicht wie. Warte, weil er dich getroffen hat. Das war voll hell. Wobei das aussah, als wäre der Psycho explodiert, also. Naja, jetzt mache ich dem schon mehr Schaden. Level up. Gerade eben, ja, als du gestorben bist. Alter, ich treffe halt nichts. Alter, ich kill ihn, kill ihn. Musst du, weil ich kann ihn nicht killen. Schaffst du es, sonst schieß ich drauf. Alter, eine Millisekunde bevor ich ihn tot hatte. Geil, jetzt werde ich. Ich habe extra nicht drauf geschossen, sonst hätte ich ihn gekriegt. Jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Jetzt ist er weggelaufen. Alter, erstmal. Ah! LOL, ich hab's geschafft. Und ein Level abbekommen. Alter, eine Millisekunde bevor ich ihn tot hatte. Mann. Ich versuch's einfach hier zu überleben. Ja. Ich hasse die. Können die bitte noch schneller laufen? Ja, genau! Jetzt wollen wir einen Psycho neben mir gespawnt. Flammender Wahnsinniger.
tausende flammende Schwachsinnige. Fick dich. Oh Gott, oh Gott. Also dieser Raketenwerfer macht einfach so wenig Schaden. Muss mal einen Skillpunkt vergeben. Du läufst mit deinem Boss-Fight da oben. Ist ja wie ein Medikit. Ja, komm. Okay, wo? Oh, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen wegen dem Gatling, sehe ich gerade. Aber da ist eine Waffenkiste. Wo? Ah, da drüben. Oh, Raketenwerfer! Nein. Ja komm, nehm ich. Galila. Lila. Das ist fast am liebsten. Ja, die hat unbefriedigte Bedürfnisse, die Waffe. Also irgendwie die Textur machen da mein Rechner irgendwie ein bisschen fertig. Aber warum das denn? Weil ein FPS brechen 30 auf 40 ein. Besser als... Oh Gott, da ist noch ein Unmensch. Ein wütender Kleinschütze. Wütender kleiner Schütze. Headshot. Oh Gott, da ist noch ein Unmensch. Ich sag ja, es sind zwei von denen. Oh, da ist noch einer. Komm jetzt! Alter! Ich kann rumbabbel. Alter, 2000 XP hat es für den einen gegeben. Mhm. 700 für den. Ich hab dich gerade mal hochgeheilt. Cool. Ja, also, man kann auf jeden Fall sagen, New Game Plus ist ein bisschen, der Spiel ist ein bisschen nach oben gegangen. Ich fühle mich gerade wie am Anfang des Spiels, wo wir so fertig gemacht wurden. Mhm. Jetzt, wo man langsam ein bisschen in die Level Range kommen wird, langsam. Das ist halt lächerlich. Die Gegner sind endlich wieder in unserer Level Range. Wir werden fertig Alter. Ach nee, das ist wieder so ein heilige Scheiße Raketenwerfer-Ding. Erst eine Pumpe, hätte ich's genommen. Ja. Ich sehe, das schießt auf irgendwas, das entfernt ist. Also jetzt, wo man, wenn man sich wieder darauf eingestellt hat, dass die Gegner so viel überleben und so, dann passt man wieder ein bisschen mehr auf. Ich war jetzt von den Zombies irgendwie komplett im Scheißegal-Modus. Oh Gott, ich glaube, ich habe mich gerade selber mit einer Granate abgeworfen, oder? Nee, doch nicht. Scheiße. Schaffst du den einen rechts? Weiß ich nicht. Nee. Der jetzt vor dir steht? Der hat doch den Unmensch schafft. Ah, du hast mich wieder blieben. Ich glaube, sicher. Oh, da ist ja noch einer. So ist das Thema, das ich habe eingestellt. Ey, den habe ich nicht gesehen gerade. Ich bin jetzt schon mal wieder so prophylaktisch. Vielleicht brauche ich einfach mal ein neues Schild oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Könntest du sagen, wir können zusammenfassen, die Gegner sind besser equipped als wir. So ungefähr. Sind das Grüne, was hier macht? Oder war das eine Waffe, die ihr fallen gelassen? Granaten, Alter. Ah, ein Granatenmod. Oh, warte mal. Wir sind jetzt da vorne und dann. Wow. Alles klar. Da ist ein ganz großer. Ein heimtückischer Untermensch.
kommt einer von rechts. Ich werde von irgendwas attackiert. Ich muss hier weg. Ich bin tot. Das du mit dem Spieler öfter stupst als ich. Aber du hast eine Waffenkiste gefunden, finde ich naja. Gut. Ich mich kann heilen, bevor ich umfalle. Ich kann heilen. Deswegen stirb ich öfter als du. Weil ich heile immer dich. Mich selber heilen kann ich nicht. Boah. Ich nehme jetzt das Flammengewehr. Oh mein Gott! Wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Warte mal, das ist gar kein... Geil. Erstmal die Waffen einsammeln, ob ich sie brauche oder nicht. Die Waffe sah nämlich gerade aus, als hätte ich sie benutzen wollen. Soll ich sie da hinlegen? Ja, bitte. Und hab sie hinten ans Eck hingeschmissen. Guck sie dir auch gefälligst an. So, schauen wir uns die mal an. Alter, ich mach nur Headshots und der stirbt einfach nicht. Alter, 6000 EP. Da lebt noch irgendwas. Alter, ich kann diese Waffen gar nicht anziehen, die wir gefunden haben. Level Cap Monks. Oh Gott, da ist noch einer! Da ist noch einer von denen! Ich schieß schon drauf. Da lässt man was Weißes fallen, ich fass es nicht. Naja, eigentlich ist es ja kein schwerer Gegner. Eigentlich. Das ist ein Level dazu. Hashtag adaptives Level. Also eins der Komponenten haben wir gleich. Crab und Crab. Ich nehme mal beides mit. Was war das? Ich hab einen. Hilf mir bitte. Dieser Waffe killst. Oh. Geht dir gar nichts an. Das ist großartig. Ist zweimal Crap drin. Alter, wie viele Reifen hier sind. Wow! Da ist er. Ich will das nicht. Geil! Wie er sich umgedreht hat, mich umgebracht hat. Nicht so gut gerade. Ich mach mal nichts mehr. Lassen. Ja, du warst geschützt. Geil! Geschützt hat's jetzt. Ja, kannst mich jetzt nicht wiederbeleben. Nee. Brilliant. Ich habe extra nicht mehr geschossen, aber das Geschütz war's halt. Ja, das Geschütz hat jetzt den Gegner fertig gemacht. Bye bye! Ja, okay, du bist nicht weit weg. Immerhin. Wo bin ich überhaupt? Patrick? Ja? Nicht weit. Guck mal auf die Karte. Ach lol. Das sah aus, als wärst du direkt unter mir. Mhm. Bin auf der anderen verfickten Seite der Karte. Ach, ist ja nicht weit. Was? Doch, ja, fast morgen. Aber warum denn? Du hast mich getiltet. Alter, wie viel Dollar da gerade drin war. Okay. Also sterben kostet jetzt ja auch mehr, da brauchen wir mehr Dollar. Nein, keine Dollar. Ich hab die jetzt endlich wieder eingeholt. Ziel getroffen. Lass es mal den Papa machen. Ich hab ihn jetzt gewonshottet. Ich hab auch nochmal 5000 gekreditet, wo er gestorben ist. Du möchte gern. Crit.
Brand Assault Rifle. Oh Gott, da kommt ein Gegner. Ja, du umgehst das Schild, das ist halt immer noch nice. Boah, warte mal. Level 42. Gut. Oh nein! Sonst hätte ich die jetzt angezogen, die war gut. Mhm. Alles klar, hinter uns. Alter, das Schild umgehen ist das beste Talent bei diesem drecksfickten Job. Ja, merk's. Scheiße, auf deine 5000 Schild, ich schieß einfach durch. Ich reg mich nach, dass ich mit meinem Arsch auf... Oh mein Gott! Oh Gott! Dein Heimtick ist der Wahnsinnige. Wo ist er? Da. Gott sei Dank kommt ihr an. Oh. Ich will dir weg, ich will dir weg, ich will dir weg, ich will dir weg, weg, weg. Der Treffer gerade gar nichts. Okay, die Pumpe war bei dem Zombies effektiver. Oh, die bringt ja bei dem gar nichts. Ich bring gerade absolut gar nichts, ich treff nichts mehr. Geil. Ich kill ihn. Sparst du ihn? Ja. Ja, wechseln halt noch langsamer die Waffe. Alter, mein Charakter gerade, Alter, die Ruhe selbst, Mann. Sei Typ zum Arsch erlebt, Don. Nein, das ist nochmal so ein. Das ist ein Flink. Das ist der flinke Philipp. Ich will das nicht, geh weg. Ey, da ist ein Typ hinter uns. Er macht mich fertig, er will mich fertig machen. Ja, steck da fest. Drin. Aua! Jetzt hängt er nicht mehr fest, er kommt auf mich zu. 4000 XP, Alter. Alter, das ist jeder ja grad... jeder von den Elite-Mobs einfach wie ein Bosskampf ist. Schlimmer, Alter, wenn du jetzt an Ned denkst, der war ja komplett easy im Vergleich zu dem, was hier gerade abgeht. Nein, der Endboss war easy im Vergleich zu dem, was hier abgeht. Ja, so meinte ich es eigentlich. Danke. Flawless RF4 Nasty Swatter, was ist das denn? Ich weiß es nicht, ich hab zwar noch den Müll. Eine Pistole mit 158 Schaden. Ich möchte da hinten gucken, ob eine Kiste da hinten ist, weil da ist eine Sackgasse. Gucken wir doch mal nach. Könnt ihr aufhören, Zickzack zu laufen? Das ist voll anstrengend. Da treffe ich sie nämlich nicht. Ich hasse es, wenn die Zickzack laufen. Ich hasse es. Alter, ich fühle mich mit meinem Damage. Ich fühle mich mit meinem Damage gerade echt nutzlos. Nein, das ist gerade dein ganzer Damage, ich treffe nichts. Ja eben, sag ich doch. Schau mal, wie lange ich brauche. Alter, was ist denn das für ein scheiß Clownshaus? Alter, wie viele Baller die fallen lassen. Also ich sehe eine Waffenkiste auf jeden Fall. Alter, was ist das denn jetzt? Ist jetzt gut? Nee, dann machen wir eine. Okay, jetzt wird's lächerlich. Eine halbe Ewigkeit später. Das ist eine verdammte EP-Maschine. Das ist ein bisschen, So, ist jetzt gut. Anscheinend. Ah. Das war sogar ein bisschen anstrengend. Aber nur ein bisschen. Geil, Granatenmod. Soldatenmod. Das nehme ich.
Ich nehme die in die Bouncing Betty da oben. Die rüste ich gleich mal aus. Okay. So, dann habe ich den anderen zum Verkaufen mit. Ja. Ja. Okay, also es hat sich schon mal gelohnt, weil Granate. Granatengeiler Loot, was?